l'installation du campement. Majesté. Je regarde et j'écoute. Votre humble serviteur. Jetzt sollen wir noch Akkon und Damaskus erobern. Und dann hätten wir dieses Szenario auch gepackt. Wie gesagt, die Kampagne. In dieser Provinz gibt es ungenutztes, fruchtbares Land. Die Errichtung von Bauernhöfen würde für ein größeres Bevölkerungswachstum und Handelseinkommen sorgen. Oui? Aux armes! Glorieuse Victoire! So. Attaquez! Unsere Provinz hat natürlich ein bisschen darunter gelitten, dass sie belagert war. Daher müssen wir sie jetzt sozusagen erstmal wieder ein bisschen hochpäppeln. Aber immerhin gehört sie damit wieder uns. Wie gesagt, wir unterstützen halt unsere Armee so weit wie es geht. Ein paar palästinensische Hilfstruppen als Ordnungshüter organisieren. À vos ordres. Homme en avant. En avant, marchez! Monsieur? En avant, marchez! Préparez les troupes pour la bataille! Oui, monsieur! À gauche, marchez!
À vos ordres. Prêt à recevoir vos ordres ? Préparez-vous ! Marchez ! Manœuvre terminée ! Napoleon braucht natürlich dann auch gleich erstmal wieder eine Möglichkeit, um schnell überzusetzen. Also kommt mal wieder unser Schiff in Frage. À vos ordres. En avant, marchez! En attente de vos ordres. Diese Armee, die kann wirklich gemütlich unten stehen bleiben. Na, ich weiß, wieder ein Arbeiterstreik, der gemütlich zu Kosten der Infrastruktur geht. Natürlich müssen wir, solange wie der noch weitergeht, die Leute müssen vor sich selbst schützen, während wir noch mal ein paar palästinensische Hilfstruppen engagieren. Votre humble serviteur. Marchez! Napoleon schicken wir an Bord des Schiffes. Was er natürlich gemütlich rüber soll, den Angriff auf Akron und die Bergfeste in Rif Dimashq zu verstärken. Ils sont faits! Personne ne nous vaincra! Ja, und wie gesagt, haben jetzt noch als Mission bekommen, Damaskus selbst anzugreifen. Hier unten habe ich irgendwo feindliche Truppen auf dem Vormarsch gesehen. Das ist eine relativ starke Truppe, die hier Richtung Suez marschiert. Je prends la cible en filature.